Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Abel, ich bin Rechtsanwalt in der Kanzlei KGK in Köln-Rodenkirchen und ich bearbeite hier das familienrechtliche Dezernat aus aktuellem Anlass, weil es sich erneut wiederum ändert. Die Änderung der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2018. Ein kurzer Überblick, was sich ändert und was das mitunter vielleicht auch für eine Relevanz für euch haben kann, wenn Ansprüche schon bestehen, die nach alter Düsseldorfer Tabelle bedient werden. Wenn sich die Düsseldorfer Tabelle ändert, da komme ich gleich zu. Zunächst einmal, was ändert sich überhaupt in der Düsseldorfer Tabelle? Man hat zum einen die Bedarfssätze angeglichen. Die Bedarfssätze steigen, was grundsätzlich für den Berechtigten positiv ist, aber das ist die kleine Einschränkung und deshalb muss man immer gucken, für wen ist es denn genau positiv. Es steigen nunmehr seit über 10 Jahren auch erstmalig wieder die Einkommensgruppen innerhalb der Düsseldorfer Tabelle. Das heißt, auch die Einkommensverhältnisse des Unterhaltsschuldners werden angeglichen, dahingehend, dass gerade in den unteren Einkommensstufen nunmehr die unterste Einkommensstufe nicht mehr wie vormals bis 1.500 Euro, sondern nunmehr bis 1.900 Euro angesetzt wird. Das heißt, nunmehr fallen alle Einkommen bis 1.900 Euro auf die unterste, die erste Einkommensstufe. Mit der Folge, dass mitunter Konstellationen möglich sind, bei Einkommensverhältnissen, wenn ich jetzt beispielsweise den Fall bilde, 1.800 Euro Nettoeinkommen, dass nach alter Düsseldorfer Tabelle derjenige noch in der zweiten Einkommensstufe einzugruppieren war, während er nach der neuen, ab dem 01.01.2018 geltenden Einkommensgruppierung die unterste, die erste Stufe darstellt. In diesem Falle hätte das Kind tatsächlich nach neuer Düsseldorfer Tabelle mit dem Beispiel 2.800 Euro netto des Einkommensschuldners weniger Kindesunterhalt, was ihm zustehen würde. Ist nicht besonders viel, aber es sind Beträge um 10 Euro, die das Kind in dieser Konstellation weniger hätte. Alle anderen Einkommensverhältnisse, gerade in den höheren Gruppen, würde das Kind positiv mehr erhalten. Das heißt, der Schuldner, der Unterhaltsschuldner müsste mehr zahlen. Der ausbildungsbedingte Mehrbedarf steigt ebenfalls gering, auch positiv für das Kind. Jetzt, wie eingangs schon erwähnt, noch ein kurzer Ausblick, wo das hinführen wird. Regelmäßig zahlt der Unterhaltsschuldner seine Verpflichtung natürlich auf Grundlage der Düsseldorfer Tabelle oder nach einem erstellten Titel. Den Titel müsstet ihr euch dann tatsächlich zeitnah mal genauer anschauen, insbesondere ob dieser Titel damals, was der Regelfall sein sollte, dynamisch erstellt worden ist. Dynamisch heißt, dass eine Berücksichtigung, wenn die Düsseldorfer Tabelle sich ändert, automatisch vorgenommen wird. Das heißt, ich habe einen Titel, wonach sich der Unterhaltsschuldner verpflichtet, an das Kind Unterhalt zu zahlen. Und der ist so gefasst, dass ich halt die Änderung der Düsseldorfer Tabelle mit dem bereits existierenden Titel weiter fortschreiben kann. Das heißt, es würde automatisch im Regelfalle die neue Eingruppierung, die neuen Sätze der Düsseldorfer Tabelle Berücksichtigung finden. Wenn ihr allerdings Titel habt, wo ein bestimmter Eurobetrag tituliert worden ist, da dann bitte genauer hinschauen, denn da spricht zumindest der erste Anschein dafür, dass dann letztendlich der Titel gerade nicht die Höherwertung nach der neuen Düsseldorfer Tabelle berücksichtigt. Dann müsste man überlegen, ob man den abändert, diesen Titel, um natürlich die Steigerung nach der Düsseldorfer Tabelle auch für das Kind geltend zu machen. Wenn ich sage, für das Kind geltend zu machen, gibt es natürlich auch spiegelbildlich den Unterhaltsschuldner, der in so einer Konstellation natürlich entgegengerichtete Interessen hat, dass es nicht geändert wird. Egal, auf welcher Seite ihr steht, ihr könnt euch gerne an uns wenden. Wir helfen euch gerne und schauen uns an, ob die Berücksichtigung, die neue Düsseldorfer Tabelle bei euch schon Berücksichtigung findet. Ansonsten finden wir zusammen einen Weg, dass das zielführend geregelt werden kann bei euch. Vielen Dank für euer Interesse und bis bald.